Fast pünktlich sind wir zurück mit dem vorletzten Vorrundenspiel. Und pünktlich sind wir da zum 1:0 für die TSG Hoffenheim. Noah Schorn, meiner Torschütze. Bielefeld machte gestern ja nicht, wie soll man sagen, keinen starken Eindruck. In einem schwachen Spiel verloren sie gegen Wolfsburg mit 0:1. Das war ein Spiel, was kein Sieger verdient gehabt hatte, weil beide Mannschaften wirklich nicht gut waren. Und im zweiten Spiel setzte es dann eine deutliche 0:3 Niederlage. Die Dürgers hätte höher ausfallen können für die Arminen. Wir sind gespannt auf Turniertag 2. Die Hoffenheimer ein starkes 3:2 gegen FC Schalke 04 und danach setzt es eine 1:2 Niederlage gegen Wolfsburg, wie sie steigerten im zweiten Spiel. Da war der Schiedsrichter etwas im Weg. Jetzt wieder Schorn, bekommt den Freistoß. Das war schön abgelegt jetzt. Und dann das 2:0. Klasse gespielt, schön abgelegt. Florian Weidner hat den Schuss dann vollendet. Zum 2:0 für Hoffenheim. Also ein guter Start in den Sonntag für die Kraichgauer. Jetzt der Freistoß für die TSG. Jetzt mal die Bielefelder mit dem Angriff. Gerrit Arndt mit der Chance. Also die Hoffenheimer ja. Erstmal mit dem 3:0 durch David Otto. Einer der drei Top-Torschützen der Hoffenheimer. Ich wollte gerade auf die Situation eingehen. Spiel Oberliga. Sind dort Tabellenführer angefochten. 34 Punkte in 13 Spielen. Und haben schon 46 Tore erzielt. Und der Torschütze von eben, David Otto, mit 9 Treffern in der Liga. Drittbester Hoffenheimer Torschütze. Domenico Alberico, der gestern auch einen starken Eindruck machte, der jetzt gerade am Ball war mit der 7. Top-Torschütze. Mit 10 Treffern. Also Hoffenheim alles im Griff hier. Würde sie natürlich mit 3 Punkten einem hohen Sieg in eine gute Position bringen, um hier auch den Gruppensieg zu erlangen. Jetzt Isa Dogan im Tor der Hoffenheimer mit dem Ball. Da ist Alberico. Toller Fußballer auch. Hat jetzt in der Mitte ein bisschen Platz, weil Bielefeld schlecht umschaltet, aber der Ball kann nicht ganz verarbeitet werden. Jetzt Arminia. Und der Ball geht über das Tor.
Jetzt hier auch mal wieder im Angriff. Klasse Mitnahme da und dann das Foulspiel in meinen Augen, weil da die Hand drauf war. Schiedsrichter lässt es weiterlaufen. Und dann die Parade von Dogan im Tor der Hoffenheimer. Das war wieder schön freigespielt. Die nächste Chance für Hoffenheim, aber jetzt der Ball auf der Linie gerettet, Ermin. Und wieder Bielefeld, ja, gibt sich Mühe, aber die Jungs wirken überfordert. Technisch immer wieder Bälle, die verspringen. Bekommen vorne wenig die Bälle an Fuß. Körperlich wirken sie auch unterlegen. Würden jetzt als Gruppenletzter auf Borussia Dortmund treffen und haben wir die Wettquoten auf Bielefeld, wären da nicht wirklich hoch. Danny fällt gleich das 4:0 für Hoffenheim. Der Ball noch abgefangen und jetzt das Tor. Das erste Tor im Turnier für Arminia Bielefeld. Erzielt hat es Ceruti Sia. Eins zu vier. Etwas erträglicher. Für die Armin. Freistoß für Bielefeld. Mit den Hoffenheimern ist zu rechnen in diesem Turnier. Das ist bereits die 8. Teilnahme für die Kraichgauer. Gewonnen haben sie das Turnier noch nie. Einmal im Finale. Da gegen die Arminia eine große Turnierhistorie. 16 Mal dabei, das heißt jedes Turnier mitgemacht. Und es gab auch zwei Siege, allerdings die sind schon lange her. Im Jahr 2000 und im Jahr 2002, das war zu großen Bundesliga-Zeiten der Arminia, siegte man zweimal hier bei diesem Turnier. Insgesamt viermal stand Arminia im Finale, das Ganze zuletzt 2006, also auch das ist schon einige Jahre her. Und das war ein wunderschönes Tor. David Otto, ansatzlos. Auch der natürlich. Einer der Köpfe dieses Turniers. Sehr auffällig. Toller Fußballer. Macht Spaß, ihm zuzugucken. 5-1. Quergespielt wieder von Otto. Und da mit dem Kopf ist es Noah Schorn, der da erwischt wird.
Jetzt Dogan mitgespielt. Ball an der Hallendecke. Es gibt Freistoß. Für die Bielefelder. Arminia aktiv in der Landesliga. Das heißt, in einer Liga mit... Da ist er erneut. David Otto. Diesmal mit links. Trifft, wie er will, heute Morgen. Bringt sich dann natürlich in der Scorerwertung ganz weit nach vorne. 6-1 jetzt. Dritter Treffer an der Partie für ihn. Ja, Bielefeld in der Landesliga aktiv. Zusammen mit Preußen Espelkamp und dem SV Kuttenhausen Totenhausen. Die beiden Vereine, die den Großteil unserer Mühlenkreises weit stellen. Da auch nur weiter unten zu finden. Jetzt Arminia nochmal mit der Chance, aber der Ball wird wieder geklärt. Freistoß für Bielefeld, heute im ungewohnten Rot. Gegen Gelb Hoffenheimer. Das zweite Tor, 2-6. Torschütze Kevin Schmidt. Das ist natürlich die U16 von Arminia. Die U17 in der Bundesliga aktiv. Dagegen steht Arminia Bielefeld hier mit der U16 in der Landesliga. Nur auf Platz 9. Hinter Preußen Espelkamp. Ein Platz vor Kuttenhausen und Totenhausen. Wir haben jetzt hier das nächste Tor. Für Hoffmannfeld, Lennart Grimmer, 2-7. Ja, es wird sehr, sehr deutlich. Lennart Grimmer, Nummer 2, bei der TSG 2-7. Schon gerade nochmal nebenbei. Die Bielefelder U17 in der Bundesliga, Tabellenvierter. Jetzt die nächste Chance, Albirico jetzt. Schiebt den Ball nochmal vorher. Klasse gespielt, die Einzelleistung von Albirico. Quergelegt auf Lennart Grimmer zum 2-8. Es ist deutlich, es ist sehr, sehr deutlich. Hoffenheim höchste Ergebnis bisher im Turnierverlauf. Also kurz nochmal zurück zur U17 Bundesliga. Borussia Dortmund der Tabellenführer vom 1. FC Köln, dann Bayer Leverkusen und dann kommt schon Arminia Bielefeld. Also da sehr gut aufgestellt. Ich habe sie selber dieses Jahr mal spielen sehen gegen Borussia Mönchengladbach. Während hier nochmal auf meinem zuschlägt Florian Weidner. 2-9. Wenn sie sich beeilen, 15 Sekunden vor dem Ende, dann kann das Ganze hier noch zweistellig werden. Weidner zurück auf Dogan. 42 Sekunden vor dem Ende. Da ist wieder Albirico. Der einfach vorbeigeht, als wäre das nichts. Hohes Tempo. Mit dem Ball am Fuß. Weidner. Dennis Bäuerle. Das war ein Foulspiel. Müsste eigentlich mit dem Check an der Bande auch 2 Minuten geben. Bei dem Spielstand gibt es allerdings die Ermahnung. Es reicht ja noch aus. Der nächste Schuss. 13 Sekunden haben wir noch jetzt den Freistoß. Also es wird wohl einstellig bleiben. Hoffenheim mit einem eindrucksvollen Sieg. Mit 6 Punkten jetzt. Und dem 9-2 gegen Arminia Bielefeld.